Ach, morgen, Herr Hoxton. Ja, moin. Neuer Tag, neues Glück. Wir probieren es nochmal. Wir gehen vor. Also. Der Herr Hoxton war ja in der letzten Folge da an der Brücke. Aber an der Brücke kommen wir ja nicht weiter. An der da war. Ja, warte, ich zeige den Leuten das gleich nochmal. Ich weiß nicht, warum du das nicht von hier aus machst. So. Aber da kommt er ja nicht weiter an der Brücke. Jetzt ist da hinten. Warte mal, ich zeige euch da mal mit dem Fernglas. Da. Jetzt habt ihr da ja noch auch noch so ein Gebäude. Jetzt haben wir uns gedacht, vielleicht wir gehen hier über an die Brücke und schwenken dann so nach rechts, dass wir dann zu diesem Gebäude kommen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht von da weiterkommen. Nur mal so eine Idee. Ja, mach mal. Ich probiere das mal. Hopp. Schwing also mit meinem Fallschirm hier rüber. So. Und dann gehe ich mal zu diesem Gebäude darüber. Das sieht gut aus, Herr Hoxton. Hier hat man Aufwinde und Abwinde. Ah, ich bin im verseuchten Gebiet. Raus hier. Aber ich habe es geschafft, Herr Hoxton. Ich bin drüben. Jo. Hat geklappt. Also ich bin zumindest schon mal hier. Weil jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ist schon mal... Wie gesagt, bleiben sie da an der Brücke. Und wenn sie dann an der Brücke am Ende sind, schwenken sie rechts rüber. Aber immer noch S drücken. Ah, das sieht nicht gut aus. Und jetzt rennen. Schaffen sie das? Ja! Hallöchen. Leute, ey. Hallöchen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir ja schon mal hier ein Stückchen weiter. Was ist denn hier? Oh, hier können wir hoch. Kommen Sie mal mit. Ich bin oben. Nee, hier hoch. Ach so. Okay. Weil hier ist wieder alles verseucht, ne? Ja, du kannst aber hier am Rand lang laufen. Hier. Meinen Sie? Da ist doch nichts verseucht. Ja, ich warte. Ja. Das geht? Ja, kommen Sie da runter. Okay. Ist doch nicht. Okay, scheint dann hier der Weg zu sein, wo. Hier ist aber komisches Zeug. Kommen Sie. Ja. Hier sind Flecken. Über am Damm. Tatsächlich. Das ist der Damm. Okay. Aber ich weiß nicht. Da ist das Observatorium, wo wir Veronika treffen müssen, glaube ich. Wo? Da, wo die Kuppel da hinten. Du bist doch schon wieder ganz woanders. Hä, ich stehe neben dir. Du schießt in 17 Metern. Ja, hier. Da drüben, die Kuppel. Also 20 Meter ist für dich daneben. Ja. Nur wie kommen wir jetzt da oben rauf? Kann man hier... Warten Sie mal. Ich bin hier auf der Laterne. Kann ich hier an... Warte mal, hier ist so ein Ding. Also Leute, ich kann euch nur sagen, die Hockley hat ab und zu mal ein paar Sprachschwierigkeiten. Laterne und so was. Versucht dann lustig zu sein. Ah, jetzt springe ich hier rüber. Ich bin auf der anderen Seite. Ach, guck mal, wer da ist. Meter los. Warte mal, ich guck mal hier. Hier sind in den Büssen sind noch überall Sachen zum Looten. Sie sind doch der Lootkönig. Ja, ich weiß. Fahrkartenkontrolle. Haben Sie einen anderen? Weiter geht's, los. Ja, ich bin ja schon hier. Hoffentlich ist der Weg richtig. Aber sieht ja zumindest erstmal richtig aus, ne? Angeblich, ich finde auch mittlerweile Dings nicht mehr. Oh. Hier ist aber wieder versüßt.
die Frage, wie müssen wir jetzt hier weiter? Hier durch? Jetzt wird es dir nicht mehr angezeigt, oder? Wird sie dir noch angezeigt? Warte mal. Mir wird sie nicht mehr. Doch, wir sind schon dran vorbeigelaufen. Was? Warte, ich gucke. Guck auf der Karte. Jo. Tatsächlich. Wo ist sie denn? 38 Meter unter uns, kann das sein? Ja. Ja, hier im Fahrzeug. Ah. Dann gucken wir mal hier, kommen Sie mal. Ist die hier drinnen? Hallo? Veronika? Ne, unter uns, oder? Ja, noch weiter runter. Aber hier kommen wir nicht runter, oder? Doch, hier. Aua. Nee, hier ist doch... Ach, hier, warte mal. Kommen wir hier irgendwo rein? Ja, hier ist eine Tür. Ja, hier ist es. Na, da steht sie. Okay. Mach offen. Bin drin? Ja, ich rede mit ihr. Das? Ja, bitte. Ich erinnere mich an dich aus dem Bazar. Rede mit ihr. Dachte mir schon, unsere Wege kreuzen sich früher oder später. Du hast Barney wieder zusammengeflickt, oder? Er wimmerte wie ein kleines Baby, als er die Nadel sah. Und diese Abtrünnigen, warum sind die hinter dir her? Vermutlich aus dem gleichen Grund wie bei dir, um auf die GRE-Datenbank zuzugreifen. Was willst du damit, Aiden? Warum riskierst du so viel? Mach mal. Ich erzähl's ihr. Ich suche nach meiner Schwester. Deine Schwester war bei der GRE? Nein, sie war eine Gefangene. Ich habe sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Eine Gefangene? Du meinst eine Versuchsperson? Ich weiß nicht, was ich finden werde. Sie ist die einzige Familie, die ich habe. Die einzige Antwort auf das, was Waltz uns antat. Waltz? Er hat uns dort festgehalten. Sein Hobby war es, an Kindern zu experimentieren. Wusstest du etwas davon? Ich war nur eine mittelrangige Ärztin, Aiden. Tut mir leid. Möchtest du noch was wissen? Oder können wir los? Was wollte ich fragen? Wie kommen wir da rein? Also, wie hast du vor, ins Observatorium zu gelangen? Sieh mal. Es gibt einen Sicherheitstunnel in den Komplex. Oh. Er wurde vor Jahren versperrt. Gib mir den Schlüssel, Aiden. Bist du sicher, der Schlüssel funktioniert? Bislang hat er das. Vielleicht ist das Problem, dass das Gebäude keinen Strom hat. Gibt's da noch einen anderen Weg hinein? Es kommt darauf an, wie viel Risiko wir eingehen wollen. Wenn du mich fragst, ein hohes. Okay, dann komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Okay. Wo ist er jetzt hin? Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Die ist schon wieder oben. Oben? Dann gehen wir wieder raus. Oh. Wo ist die jetzt schon wieder oben? Die Freunde, wo ist die? Ey. Kann doch jetzt nicht sein. Die klettert. Ist eine schnelle Kletterer Jolly als wir, wa? So, ich bin üben drüben. Was sagt die Karte? Warte, da ist verseucht, ne, oder? Naja, nicht überall. Okay. Hier bleibst nicht. Da. Ah, okay. Ich hab's so. Ich rede mit dir. Ja. Siehst du diese Kuppeln? Ha. Ja, der Ort ist aber mit Chemikalien geflutet. Die GRE hatte dafür eine Lösung. Als sie die THV-Gen-Mod schufen, mussten sie ihre Angestellten vor der Belastung schützen. Die THV... was? Die Chemikalien. Sie entwickelten Blocker. Spritzen, die ihre Arbeiter einige Minuten vor den Dämpfen schützten. Zum Glück habe ich noch zwei Dosen davon. Ich hatte das Gefühl, die würden eines Tages noch nützlich werden. Ah, die müssen ja ziemlich viel wert sein. Sie sind extrem selten. Vorerst werden wir aber nur eine brauchen. Für dich. Okay. Warum nur für mich? Kommst du denn nicht mit? Nein, ich werde nachkommen, aber zuerst musst du die Stromversorgung zum Gebäude wiederherstellen. Sieh mal, ich habe Panikattacken in engen Räumen oder im Dunkeln. Jetzt hältst du mich vermutlich für einen Feigling.
Absolut nicht. Es gehört Mut dazu, hierher zu kommen. So, kann losgehen. Wenn du dort bist, schließ zuerst den Strom wieder an. Dann kann ich nachkommen. Streck deinen Arm aus. Denk daran, die Spritze schützt dich nur für begrenzte Zeit vor den Chemikalien. Kann ich denn nicht gleich beide nehmen? Nein, nicht gleichzeitig. Das Zeug ist zu stark. Begib dich so schnell wie möglich zur kleineren Kuppel und von dort aus dann zur größeren. Du solltest eine Tür nach drinnen finden. Dort bist du dann sicher. Begib dich dann zu Block B. Dort sollte sich der Hauptschutzschalter des Gebäudes befinden. Sobald du den Strom wieder eingeschaltet hast, wird die Sicherheitstür entriegelt. Dann kann ich durch den Tunnel nachkommen, den ich dir gezeigt habe. Jetzt geh. Der Blocker wird schon. Kleine Kuppel, große Kuppel und dann Block B. Okay. Dann gehen wir mal. Ja, los. Lauf. Ja, ich renn ja schon. Beeil dich, das sind nur ein paar Minuten. Ein paar Sekunden. Beeil dich. Ja. Wo bist du denn? Hinter dir. Geht's hier rein? Wahrscheinlich. Nein. Kleine Kuppel, große Kuppel. Bist du schon drin? Nein, ich bin hinter dir. Warum rennst du mir denn hinterher? Verlassen. Okay, kleine Kuppel, große Kuppel. Ach, Scheiße. Ja, ich sehe schon. Kann man da hoch? Oh nein! Fuck. Aber wir kommen nicht in die kleine Kuppel rein, ne? So, komm hoch. Zum einen. Hier, du musst hier rüber springen. Wo rüber? Ach, da. Ja, hier. Ah, ich verstehe. Oh. Ja, du bist fehlgeschlagen. Das ist zu aber langsam. Wir waren einfach zu langsam. Nochmal. Los, Attacke. Okay. So, ganz falschen Weg gelaufen. Der Blocker wirkt. Ist sie hinter mir? Ja. Schön. Ach so, dann hätten wir da oben reingemusst. Dann. Verstehe. So, und dann hier drauf. Hüpp. Dann hier drauf, okay. Dann hier hoch. Dann da rein. Bam. Fehlfunktion des Hauptstromkreises in Block B. Notfallprotokoll initiiert. Veronika, ich habe es durch die Chemikalien zur ersten Kuppel geschafft. Ja. Großartig. Jetzt begib dich zur zweiten. Finde eine Tür, eine Klappe oder irgendwas, das unter die Erde führt. Okay. Ach du Scheiße. Mach doch. Ja, super, aber machst du jetzt hier für den Stress? Wie viel Zeit haben wir noch? Ich und das Klettern, weißt du? Jetzt? Wie ist denn jetzt weiter? Na oben. Ja, wie denn? Mit dem Haken. Wo bist du denn? Bist du schon oben? Oh. Nein! Nein, 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 nein! Oh, ich bin tot. Aber wo starte ich jetzt wieder? Ach du Scheiße, ey. Ah, bei der Kuppel, okay. Fehlfunktion des Hauptstromkreises in Block B. Notfallprotokoll in. Oh, fuck you! Ich bin vorbeigesprungen, ey. Na, Kacke. Okay. Aber jetzt läuft ja auch keine Zeit, ey. Das hat ja auch nee, richtig. Jetzt musst du dir keinen Stress machen, Don. Nee. So. Und wie kommen wir da hoch? War ja schon oben. Echt? Ja. Ach so. Oh! Ah. Jetzt bin ich fast kaputt. Ich die ganze Scheiße nochmal machen. Ich bin oben. Ja, ich hab's geschafft. Ach so, aber ich und nicht. Dann kommen wir hier. Ob. Warte, ich muss nach oben. Jo, ich bin oben. Warte. Ich muss da auch hin. Geil. Ohne mich geht ja nicht. Das stimmt. Jetzt bist du viel zu weit. Ach so, du bist jetzt da wieder. Oh, hier ja. Ist auch wieder ein Gebiet. Okay. So, du musst mir jetzt nur sagen, wie man das jetzt am besten macht. Dann auch ja, du, so wie du das gerade schon vorhattest.
guckst hier hoch, machst hier den Haken dran, schwingst dich an dem Ding hier vorbei und springst. Warte. Springst dahinter an der Teil. Genau. Oh, ja, nee, da hättest du dran gemusst. Ja. Ah, wir ziehen das durch, meine Damen und Herren. Wir ziehen das durch. Oh. Irgendwie schaffe ich das schon. War affig gerade, aber. Ja, ich muss dich ja sowieso hier haben für die. Ich hab das zwar gerade geschafft, aber wir sind ja dann nur hier oben. Wir sind ja noch nicht da unten. Ne? Dann soll. Boah, ich versuche das jetzt nochmal. Soll da ein Weg nach unten sein, aber den habe ich noch nicht gesehen. Ach, hier. Ah, ja. Ich sehe es. So, warten Sie. Sind Sie jetzt schon oben? Ich bin oben, ja. Nein, du musst dran vorbei, genau. Und dann da hoch. Ach, das kann doch nicht sein. Ja, du musst das Ding hier... Ah, sei ruhig! Du musst das Ding hier oben an... Du musst mir nicht erzählen, was ich zu tun und zu lassen habe, weil ich habe das vorhin auch schon geschafft. Okay. Da hast du gar nicht darüber nachgedacht. Da bist du doch mit deinem Vater mit der Zäune gesprungen. Ach so. Oh, ich muss hier wieder rein. Jetzt sei denn, du beendest das einfach und fertig. Ich kann das nicht beenden, weil du musst auch. Ich muss die Scheiße nicht mitmachen. Ich glaube, wir müssen beide die Klappe aufmachen. Verstehen Sie das? Ja. Aber so einfach wird das nicht. Wir lassen den Hox nämlich. Guck mal, da hinten ist das Gebäude. Da sind wir hergekommen. Ich muss da unbedingt rauf. Genau. Das ist die richtige Einstellung. Unbedingt, auf jeden Fall. Ich muss da unbedingt rauf. Aber ganz schön tricky hier, ne? Ja, da drüben kann man auch hin. Aber es verseucht. So, warten Sie. Und schnubbidiwupp. Da ist was so. Das jetzt hier, ne? Das ist natürlich. Aber wie bist du denn da oben raufgekommen? Ja, du musst erstmal vorbeischwingen. Und hier hinter ist noch ein Ding. Du musst das hier anvisieren, musst deinen Wurfhaken hier dran machen und an dem vorbeischwingen. Und dann kannst du an dem anderen dran springen, dahinter. Ja, habe ich doch vorhin gemacht. Ja, und von da kannst du dann hier rüberspringen. Genau, und da. Das gibt's doch nicht. Ich springe immer dran vorbei. Ich springe dran vorbei. Ja, ich bin ein bisschen. Mein Seil reichte nicht ganz, aber der hat trotzdem den Sprung gemacht und hat sich dran festgehalten. Das hat funktioniert. Leute, wird ein bisschen langweilig, aber egal. Ihr könnt das ja bei meinem Hoxen auf dem Kanal dann auch sehen. Seine Versuche. Wir sehen ja hier nur das endgültige. Ah, ja. Das endgültige Ergebnis. Wahrscheinlich sagt er mir jetzt. Okay, ich hab's. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Aufgemacht. Alles klar. Veronika, so. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie ich da. So gut. Woher kennst du das hier überhaupt so gut? Ich war nur einmal hier. Vor langer Zeit. Ich habe aber nichts gedacht. Ja, und jetzt kannst du hier rüber. Klingt hilfreich. Aber was soll ich denn da drüben? Ja, komm doch hier hoch. Ein Fluch. Echt. So, und hier ist die Öffnung. Ajo. Hier kannst du erstmal. Warte noch mal, Sachen. Ich muss dir was mitnehmen. Ja, auf der Plattform hier sind auch noch Sachen. Ach, hier geht das hier, rein. Hier sind auch noch Sachen auf der Plattform. Hier geht das also rein. Ja. Können wir nochmal mit dem Fernglas gucken, ob wir hier noch was sehen? Vielleicht gibt es ja hier von der. Das glaube ich. Doch, da ist irgendwas angezeigt. Hier wieder so komische Türme da. Ja. Garrison Heights. Mhm. Plündern sie Waffen. Ach so, warte mal. Aber da muss man wahrscheinlich wieder ganz nach oben und da werden wir wahrscheinlich wieder abkacken. Wie das aussieht. Naja, bis dahin haben wir es schon mal geschafft. Warte mal, hier zeigt er mir wieder irgendwas an. Der rappelt hier. Aber ich sehe hier nichts. Hm. Komisch. Ja, egal, Leute. Wir müssen auf jeden Fall da unten rein. Genau. Aber das machen wir beim nächsten Mal, muss ich sagen. Genau. Genau. Also, macht's gut, Leute. Tschüss.